Herzlich willkommen bei einem weiteren Teil unserer Serie Wie kann ich mein Immunsystem stärken in der kalten Jahreszeit? Heute geht es um heimische Kräuter und Heilkräuter. Diese sind natürlich sehr, sehr reich an entzündungshemmenden Wirkstoffen und das Beste daran, wir wissen, woher sie kommen. Das Beste liegt doch oft so nah. Kräuter und Heilkräuter sind in der freien Natur zu finden, aber natürlich kann man sie selbst zu Hause im eigenen Garten auch anbauen. Welche heimischen Kräuter helfen uns dabei, unser Immunsystem zu stärken und eventuell Krankheiten vorzubeugen? Ganz eine gute Heilpflanze ist unser Thymian. Das ist der Thymian, den man auch im Garten anbauen kann, oder der Thymian, der in der Natur wächst, der sogenannte Gwendel. Der schützt uns ganz gut vor Erkältungskrankheiten bzw. vor Viren, Bakterien, Pilzen. Das ist ein Wundermittel. Ist es ratsamer, die Kräuter in der Natur zu pflücken oder kann man einige auch im eigenen Garten anbauen? Man kann sehr viele im eigenen Garten anbauen. Wer einen Garten hat, sollte das tun. Speziell der Thymian, der Rosmarin ist irrsinnig gut, der Salbei wächst sehr gut im Garten. Also es gibt ganz viele, auch einen Holunderstrauch soll man im Raum, oder Echinacea, die blühten sehr gut gegen Erkältungskrankheiten bzw. vorbeugen von Erkältungskrankheiten. Und für die Leute, die jetzt keinen eigenen Garten besitzen, kann man Kräuter auch in der eigenen Wohnung anbauen? Sehr gut kann man die anbauen. Zum Beispiel jetzt wieder der Thymian im Topf, der Rosmarin. Man kann auch ein Lustuck dazugeben, was ein bisschen wassertreibend ist. Also das sind sehr gute Pflanzen, die man ganz gut am Balkon oder am Fensterbankel ansetzen kann. Kräuter sind ja saisonabhängig. Welche Kräuter, die für unsere Gesundheit jetzt am wichtigsten sind, kann man wann ernten? Kräuter erntet man, wenn sie nach dem Frühjahr schon schön angewachsen sind. Dann gibt es welche, die man mit der Blüte ernten kann, zum Beispiel den Thymian auch. Ganz wichtig ist, dass man nicht zur heißen Mittagszeit erntet, sondern so um 11 Uhr sind die Kräuter trocken von der Nachtfeuchte. Dann erntet man sie, legt sie auf. Sehr gut sind sie in kleinen Sieben, die alten Mehlsiebe und dergleichen, wenn man abgeseit hat, den Schrot. Der wird gut durchlüftet und die Kräuter können schön trocken werden. Beziehungsweise sie halten sehr gut die Farbe. Wichtig ist, dass man in den geschlossenen Räumen mit guter Durchlüftung, aber nicht Sonnenbestrahlung, die Kräuter trocknet. Dann bleiben sie sehr schön und halten auch sehr gute Inhaltsstoffe. Aus Kräutern kann man ja Tees, Salben oder auch Tinkturen zum Beispiel herstellen. Welche sind dafür am besten geeignet? Im Prinzip kann man ziemlich alle Kräuter trocknen. Trocknen ist einmal die Voraussetzung, dass ich sie weiter verarbeiten kann. Dann muss ich daraus einen Ölauszug machen. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Erkältungsbalsam mache, dann mache ich zuerst einen Ölauszug aus dem Thymian. Ich nehme ein bisschen Salbei dazu, nehme vielleicht noch Lärche, Lärchennadel und Fichtenspitzen dazu, setze das in Öl an, lasse das einmal 3, 4, vielleicht 5 Wochen stehen, seide es dann ab und verwende dieses Öl dann weiter zur Salbe, gemischt mit Bienenwachs und habe vielleicht noch ein bisschen Lärchenpech, dann habe ich eine ganz tolle Erkältungscreme. Wie muss ich denn sowas lagern? Lagern sollte ich einmal die Creme immer kühl und wenn es geht dunkel, also in einem Kasten, in einer Dose. Und die Kräuter generell, wenn ich sie lagere, immer im Dunkeln, im Glas. Papiersack muss man ein bisschen aufpassen, weil da kommt gerne etwas dazu, was nicht dazugehört. Aber im Glas, ich sehe dann, ob sie in Ordnung sind und sie bleiben schön, sie bleiben schön. Und wie lange sind solche Sachen haltbar? Kräuter im Ganzen, man trocknet auch immer im Ganzen, man zerkleinert sie nicht, halten ungefähr die Blätter, zum Beispiel der Melisse oder der Thymian, kann man bis zu 3 Jahre aufbehalten. Generell ist es so, sie wachsen jedes Jahr nach. Wenn ich brauche nur so viel, was ich brauche. Und wenn ich ein bisschen einen Rest habe, dann verkoche ich das als Badewasser, auch gegen Erkältungen, schützt uns wieder sehr gut und so kann ich das aufbrauchen. Und dann nehme ich wieder die neuen. Aber zum Beispiel dieser Erkältungsbalsam, wie lange kann ich den haltbar machen? Der hält mindestens 1 Jahr. Sehr gut. Vielleicht in den Kühlschrank oder im Keller, wie auch immer. Der hält sehr gut 1 Jahr.
das Immunsystem mit frischen oder getrockneten Kräutern aus eigenem Anbau stärken und gesund halten, viel leichter als gedacht. Hallo liebe Sportfreunde, ich bin Helfried Birke, ich bin Fitness- und Personal Trainer und ich zeige euch heute wieder drei Übungen für zu Hause. So, als nächstes machen wir Push-Ups, das heißt wir gehen in die Liegestützposition, geben um die Hände das Theraband und machen Liegestütze. Die Wiederholungen sind so gut soft wie es geht und dann wieder eine Pause machen. So, wir legen uns jetzt auf den Rücken, geben die Hände und das Gesäß und heben und senken die gestreckten Beine. Wichtig dabei ist die Wiederholungsanzahl bzw. 30 bis 45 Sekunden durchhalten. So, bei der nächsten Übung stellen wir uns auf das rechte Bein, beugen den Oberkörper langsam nach vorne, bis man waagrecht ist und dann machen wir mit den Händen die schnellen Hackbewegungen. Wiederholungszahl ist etwa 20 bis 30 pro Seite. So, das waren wieder drei Übungen. Wichtig dabei ist die korrekte Ausführung und dass ihr die ganzen Übungen regelmäßig durchführt. Viel Spaß dabei! Die Seher. Erleben Sie Österreichs erfolgreichste Mundartband live. Mit ihren größten Hits. Beim Brunnalm Open Air 2021. Am Samstag, den 3. Juli, auf der Brunnalm Veitsch in St. Barbara im Mürztal. Erleben Sie ein unvergessliches Konzert für die ganze Familie. Emotionen hautnah. Karten erhalten Sie in allen Reiker-Filialen am Gemeindeamt St. Barbara und bei Ö-Ticket. Infos unter media-con.at. Wir freuen uns auf Sie.